Hallo, ich will euch heute zeigen, wie ihr eurem Hund beibringen könnt, die Pfoten zu kreuzen. Ihr benötigt dazu nur einen Gegenstand. Ich benutze hier eine Schüssel und ein paar Leckerlis. Das Leckerli versucht ihr nun unter der Schüssel oder dem Gegenstand eurer Wahl spannend zu machen. Das heißt, ihr zeigt es dem Hund immer wieder, ihr tippt darauf, ihr macht es spannend, ihr bewegt es und zeigt es immer wieder, bis der Hund mit der Pfote auf diesen Gegenstand tippt. Dann wird sofort Ja, Yes oder etwas Ähnliches gesagt und der Hund mit einem Leckerli belohnt. Yes! Super! Wo ist es? Wichtig ist, dass ihr mit dem Trainieren mit einer Pfote beginnt. Das heißt, ihr beginnt am Anfang mit der rechten oder der linken Pfote und der Hund bekommt auch nur dann ein Leckerli, wenn er die richtige Pfote benutzt. Bei Icarus ist das die linke Pfote. Ich beginne also mit dieser Seite. Wo ist es? Wo ist es? Yes! Benutzt Icarus die linke Pfote, um den Gegenstand zu berühren, bekommt er ein Yes und ein Leckerli. Benutzt er die rechte, sage ich einfach gar nichts und warte darauf, bis er wieder die linke benutzt. Yes! Ich habe das Training für Icarus hier im Sitz begonnen und werde dann später ins Platz wechseln. Yes! 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 Hier übe ich das Gleiche jetzt auch nochmal im Platz, mit den gleichen Regeln. Das heißt, Icarus muss die linke Pfote benutzen und auf die Schüssel tippen. Danach folgt ein Yes und eine Belohnung in Form eines Leckerli. Nach und nach könnt ihr nun beginnen, die Schüssel immer weiter über das am Boden liegende, in Icarus' Fall also die rechte Pfote zu ziehen, sodass er schon fast die Pfoten kreuzen muss. Das macht ihr natürlich Schritt für Schritt und Zentimeter für Zentimeter. Wenn ihr merkt, dass euer Hund nicht mehr versteht, was er machen soll, dann geht wieder einen Schritt zurück und macht es dem Hund dadurch wieder ein bisschen einfacher. Und mit etwas Übung und Geduld wird euer Hund fast schon selbstverständlich die eine Pfote über die andere legen. Und erst jetzt, also wenn es sicher klappt, dass ihr die Schüssel auf die andere Seite haltet und der Hund die eine Pfote über die andere legt, sie also kreuzt, ist es Zeit, den Befehl mit hinzuzunehmen. Ihr sagt also den Befehl, bei uns ist das Cross. Ihr könnt euch natürlich auch einen anderen Befehl ausdenken und haltet dem Hund dann sofort die Schüssel hin. Und dann sollte der Hund die Pfoten eben kreuzen und er bekommt sofort danach seine Belohnung dafür. Wenn ihr das dann lang genug geübt habt, dann sollte das später auch ohne die Schüssel und nur mit dem Befehl funktionieren. Wir wünschen euch viel Freude und Erfolg beim Üben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Falls ihr Interesse an weiteren Videos von uns habt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Und hier habe ich euch nochmal zwei Playlists von uns verlinkt. Auf dem oberen Bild kommt ihr zu allen Videos zu dem Thema Hundetricks und auf dem unteren Bild kommt ihr zu allen Videos zum Thema Grundhundeerziehung.